In Deutschland wird die analoge terrestrische Fernsehübertragung, also die analoge Übertragung über Antenne, schrittweise eingestellt. Dies wurde im 6. Rundfunkänderungsstaatsvertrag aller Bundesländer beschlossen. Einige Fernsehzuschauer werden umsatteln müssen. Da ist Satellitenfernsehen für viele die Alternative. Sie haben uns zum Thema viele Fragen geschickt und ich habe mir einen Experten ins Studio eingeladen. Fachhändler Georg Meyer. Guten Tag, Herr Meyer. Guten Tag, Herr Küttmann. Sie sind im Großraum Aachen nur als Smiley Meyer bekannt. Wegen dieser Krawatten? Nein, nicht ganz. Das ist schon etwas länger her. Vor ca. 15 Jahren hat die Firma Technisat die sogenannten Smiley-Spiegel für ausgesuchte Fachhändler auf den Markt gebracht. Diese wurden dann in Schaufenstern installiert und dienten so als Eyecatcher, um Kunden näher an die Satellitentechnik zu bringen, die damals ja noch in den Kinderschuhen steckte. Ja, und ich habe diese Schüsseln auch bekommen, aus Spaß an der Freude mal eine montiert. Und siehe da, immer mehr Kundenanfragen kamen. Jeder wollte so eine Schüssel haben. Ja, und dann habe ich von Technisat die Restbestände aufgekauft. Mittlerweile ist es aber im festen Verkaufsprogramm der Firma Technisat vorhanden. Und Sie haben über 300 von den Smileys. Genau, und es werden immer mehr. Es werden immer mehr. Spaß beiseite. Eine Zuschauerin möchte sich in ihre Ferienanlage eine Sat-Anlage installieren, darf es aber nicht. Was kann sie tun? Da gibt es mittlerweile von der Firma Technisat auch eine geniale Lösung. Technisat hat einen Balkonständer im Programm. Dort können wir die Satellitenanlage sogar legen. Lediglich der LNB ist sichtbar und somit ist eine optimale Installation gewährleistet. Die man ja auch nicht sieht. Die Anlage ist von außen absolut nicht zu sehen. Wie kann der Kunde eine gute und eine schlechte Satellitenanlage unterscheiden? Eine gute Satellitenanlage ist erstens top-verarbeitet. Ich kann es Ihnen gerne hier mal zeigen. Als allererstes ist es sehr wichtig, dass wir eine super Halterung haben. Vor allen Dingen aus Aluminium und wie hier auch mit Edelstahlschrauben versehen. Die rosten also nicht? Die können also absolut nicht rosten. Viele Anlagen, wie diese kleine hier, werden als mobile Anlagen genutzt. Stellen Sie sich vor, Sie montieren diese Anlage an der Nordsee, Ostsee. Sie ist Salzwasser ausgesetzt. Wenn Sie da eine billige Anlage nehmen, die können Sie eine Saison verwenden und dann schmeißen Sie sie weg. Nehmen Sie die doch dazu. Also die Beschichtung ist auch wichtig. Die Beschichtung des Spiegels ist auch sehr wichtig. Die Spiegel von Technisat sind auch aus Aluminium gefertigt, also auch absolut nicht rostend. Ja, ich habe gehört, dass die Krümmung auch wichtig ist. Die Krümmung ist sehr wichtig. Alle Satellitenspiegel von Technisat sind computerberechnet und somit absolut genau geeignet für die Astra- und Eutelsat-Satelliten. Ja. Sie haben uns auch das Herzstück mitgebracht, ein LNB. Genau. Gibt es da irgendwas zu beachten? Das ist an für sich das wichtigste Bauteil einer Satellitenanlage. Zu beachten ist hierbei, dass das LNB in einem Wetterschutzgehäuse untergebracht ist. Hier sehen wir eins. Sie sehen es selber hier. Kein Wasser kann von außen eindringen. Ja. Diese Anlagen lassen sich problemlos erweitern. Das ist jetzt eine Single-Anlage. Ja. Sie können hier auch einen Twin-Kopf einbauen oder einen Quadro-Kopf, also für vier Teilnehmer. Oder sogar, wenn Sie einen größeren Spiegel benutzen, diese auch für den Multischalterbetrieb, das heißt für mehr Teilnehmeranlagen, einsetzen. Also wer auf Qualität setzt, kann seine Anlage ganz einfach erweitern und auch jahrelang eben nutzen. Genau, Sie bezahlen beim Kauf ein paar Euro mehr, haben aber über viele Jahre Freude an der Anlage. Sie sind Fachhändler und setzen aber bei Satellitentechnik nur auf Technisat. Warum? Das ist richtig. Die Produkte von Technisat sind alle made in Germany. Für mich als Händler bedeutet das, wenn ein Störungsfall auftritt und ich benötige ein Ersatzteil, es ist schnell geliefert. Und ich kann dem Kunden somit schnell helfen. Warum sollte ich den Fachhändler zu Rate ziehen? Bei kleinen Satellitenanlagen, so wie hier die Satman 33, brauchen Sie natürlich nicht unbedingt einen Fachmann. Wenn Sie aber eine größere Anlage, wie zum Beispiel den Satman 65 oder Satman 850 installieren, zu Hause möchten Sie natürlich immer einen optimalen Fernsehgenuss haben. Der Fachmann kann die Anlage mit einem Profimessgerät einmessen. Und da haben Sie auch bei Schlechtwetter noch genug Reserve und Sie können ohne Störungen immer Ihren Satellitenempfang genießen. Es gibt auch, glaube ich, gesetzliche Bestimmungen.
Das ist richtig. Es gibt hier in Deutschland Gott sei Dank auch viele gesetzliche Bestimmungen, die eingehalten werden müssen, gerade bei Mehrteilnehmeranlagen und insbesondere wenn es über 12 Teilnehmer geht. Da ist ein Messprotokoll erforderlich und so weiter. Eine Zuschauerin fragt uns, mit welcher Anlage empfange ich Eutelsat, Astra und Türksat? Dazu brauchen Sie zwei Satellitenspiegel. Sie können einen Satmann 850 nehmen für Astra und Eutelsat. Das ist dann die sogenannte Gigantenne. Und dann brauchen Sie noch einen Satmann 120 für den türkischen Sender zu empfangen. Die Astra-Eutelsat-Anlage können Sie über Multischalterbetrieb betreiben und die Türksat-Anlage wird dann mit einem Optionsrelais eingebunden. Beim Türksat braucht man auch eine größere Schüssel. Eine 120-Zentimeter-Anlage, weil dieser Satellit bei uns doch recht schwach einfällt. Ein Zuschauer würde seine Anlage gerne nachrüsten. Ist das einfach möglich? Auf jeden Fall. Diese Anfragen bekomme ich auch in meinem Betrieb sehr oft gestellt. Vor Jahren reichte ein Twin-Betrieb meistens aus. Heute brauchen sich zumindest 4 oder 8 Anschlüsse in der Wohnung. Es werden meistens auch zu jedem Anschluss heute 2 Kabel gelegt. Daran anschließend können Sie dann einen Digicorder S2 zum Beispiel, der den Twin-Betrieb gewährleistet, ein Programm aufzeichnen, ein Programm wiedergeben gleichzeitig. Und das ist also doch heute ein Feature, das sehr oft gewünscht wird von den Kunden. Ja, jetzt gibt es manche, die fahren ja zum Camping raus. Konkrete Frage, gibt es da andere Receiver oder besondere Receiver? Es gibt davon der Firma Technisat auch sehr kleine Receiver, gerade für den Campingbereich. Die haben dann zusätzlich zu dem 220-Volt-Anschluss auch einen 12-Volt-Anschluss fürs Auto oder fürs Wohnmobil. Sehr klein gehalten, etwas größer wie eine Zigarettenschachtel. Und diese Anlagen lassen sich auch wunderbar aufbauen und beziehungsweise auch verstauen. Das ist ja auch sehr wichtig. Eine Zuschauerin fragt uns, muss ich beim Verlegen des Kabels auf irgendetwas achten? Ja, beim Verlegen des Kabels müssen Sie natürlich auch auf zwei Dinge achten. Nicht, wie Sie es bei der Elektroinstallation gewohnt sind, schön rechtwinklig. Das können wir hier getrost vergessen in der Satellitentechnik. Sie sehen hier das 120 dB-Kabel von Technisat. Das ist vierfach geschirmt, aber trotzdem noch sehr flexibel. Kann ich jedes Kabel benutzen oder? Sie sollten schon ein sehr hochwertiges Kabel benutzen. Und für den mobilen Einsatz können Sie auch mal ein schlechteres benutzen, aber zu Hause, das fest verlegt ist, sollten Sie schon ein 120 dB-Kabel nehmen. Das kann man einfach im Fachhandel erwerben. Das können Sie beim guten Fachhandel erwerben. Das hat den Vorteil, es ist ausreichend abgeschirmt gegenüber UMTS-Strahlungen, die wir jetzt haben, Richtfunkstrecken etc. Danke. Ein weiterer Fernsehzuschauer fragt, warum funktioniert meine Fernbedienung nicht mehr? Woran Ja, kann das liegen? das kann zwei Ursachen haben. Die einfachste wäre natürlich, die Batterie ist leer. Gut, das ist der oder Klassiker. genau. Hatten Sie das schon? Ach ja, sehr oft. Die zweite Ursache ist, Sie sehen hier, auf der Fernbedienung haben Sie 4 Möglichkeiten, ein Gerät zu betreiben. Ja. Das ist einmal hier der Sat1-Modus, der Sat2, TV und ein VCR-Modus. Normalerweise sind die Satellitenreceiver auf Sat1 oder Sat2 eingestellt. Sie kann es ganz einfach überprüfen, indem Sie zuerst die Sat1-Taste festhält, gleichzeitig die OK-Taste drückt Ja. und dann schauen, ob es funktioniert. Ansonsten das gleiche mit der Sat2-Taste festhalten und OK versuchen. Dann klappt es meistens. Einfache Dinge mit großer Wirkung. Ein Zuschauer fragt, warum stehen nach dem Software-Update im Display nur zwei Striche und der Digitalreceiver bleibt im Standby stehen? Dann hat der Zuschauer bestimmt einen älteren Satellitenreceiver der Firma Technisat. Das kann passieren, wenn er ein Software-Update abgebrochen hat oder ein Software-Update nicht vollständig ausgeführt worden ist. Dann kann er Folgendes machen: Er lädt sich von der Download-Seite von Technisat die passende Software des Gerätes runter, braucht dann die Software der Firma Technisat. Die kann er sich auch runterladen zum Einspielen der Betriebssoftware und macht es dann über den PC. Oder wenn er sich das nicht zutraut, kann er zum Händler gehen. Was kann ich machen, fragt eine Zuschauerin, wenn ein Receiver nicht mehr funktioniert oder sich nicht mehr bedienen lässt? Ja.
Wenn sie einen Technisat-Receiver hat, ein etwas neueres Modell, dann geht das folgendermaßen. Sie betätigt die Menütaste, dann kommen Sie hier auf Einstellungen, Service-Einstellungen und dann ruft sie einfach die Werkseinstellung auf. Ja. Ja, und dann resettet das Gerät automatisch. So einfach? So einfach ist das. Werden Sie für sowas auch gerufen? Also sind Sie als Fachhändler für sowas, haben Sie da ein Ohr für? Das ist Service. Das machen wir täglich. Auch die kleinen Sachen werden bei uns schnell erledigt. Woher können die Störungen bei ProSieben oder bei DSF kommen? Die Störungen bei ProSieben oder DSF sind mittlerweile fast alle eingestellt. ProSieben, Sat1, N24 und Kabel1 haben die Frequenz gewechselt. Ja. Das hatte zwei Vorteile. Als allererstes ist die Bildqualität wesentlich verbessert worden. Ja. Und zum Zweiten die Störungen, die durch Decktelefone, das sind unsere Funktelefone, aufgetreten sind, die sind damit auch behoben. Sollte es wieder erwarten, noch einmal auftreten, einfach die Basisstation des Telefons ein Stück auf Seite rutschen, hilft das noch nicht, bitte vom Fachhändler ein hochwertiges Kabel anfertigen lassen. Dann sind diese Störungen auch behoben. Kann ich den Digicorder S2 auch an einer Antennenleitung betreiben? Ja, natürlich, aber nur eingeschränkt. Sie können den vollen Twin-Betrieb nicht nutzen, aber als Single-Betrieb auf jeden Fall. Dankeschön. Was muss ich beachten, um einen störungsfreien Digitalempfang zu haben, fragt eine Zuschauerin. Wenn Sie einen störungsfreien Satellitenempfang haben wollen, benötigen Sie natürlich einen dementsprechend großen Spiegel und eine Top-Justage vorausgesetzt. Ja. Das kann der Fachmann natürlich alles bieten. Noch eine Frage, die auch noch aufgekommen ist. Was muss ich durch die neue Wärmeschutzverordnung 2 beim Satellitenempfang beachten? Durch die Wärmeschutzverordnung 2 gibt es ein wichtiges Kriterium. Es darf kein Mast mehr durch die Dachhaut gesetzt oder verlegt werden. Dazu gibt es jetzt neuerdings Dachsparrenhalterungen, die komplett nur auf Dach montiert werden und somit kein Wärmeverlust mehr im Haus entsteht. Ich hoffe, wir konnten Ihnen heute ein wenig weiterhelfen. Wenn Sie Fragen haben, schicken Sie sie uns. Herr Mayer, vielen Dank. Gern geschehen. Wiedersehen, Herr Kapitän.